Kindlichkeit als Vorbeugung gegen Burnout. Kindlichkeit ist eine Fähigkeit, die man sich auch als Erwachsener bewahren kann. Kindlichkeit ist etwas, was Energie freisetzt. Wenn du Kinder siehst, die spielen, haben eine Energie, sie tollen und rennen. Und wenn sie müde sind, dann legen sie sich einfach hin und schlafen. Kinder haben die Fähigkeit, viel Energie zu haben und sie haben die Fähigkeit, sich schnell zu regenerieren und sich zu entspannen. Jesus sagt in einer Stelle, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelsreich. Himmelsreich kann man auf verschiedene Weisen interpretieren und das Schöne ja an den großen spirituellen Traditionen ist, dass sie auf verschiedene Weisen interpretiert werden können. Eine Art des Himmelsreiches ist auch, glücklich, zufrieden, in der Energie und im Bewusstsein, was Gutes zu tun, zu leben. Und das ist etwas, was Kinder beherrschen. Und das ist diese Kindlichkeit. Und auch als Erwachsener hast du weiterhin die Fähigkeit zu Kindlichkeit. Es gibt ja auch diese Theorie des inneren Kindes. Es gab eine Weile, da war das geradezu in, sich mit seinem inneren Kind zu beschäftigen. Ich bin ja Gründer, Leiter von Yoga Vidya und es gab eine Phase, da waren Seminare mit dem inneren Kind sehr beliebt. Dort sind Menschen mit ihrem Teddybär durch die Gegend gegangen, durch ein anderes Tier und haben irgendwo gelernt, sich selbst lieb zu haben. Und das hat Menschen Energie gegeben. Scheint heute, es ist Jahr 2015, nicht mehr ganz so populär zu sein. Trotzdem, es gilt, das innere Kind irgendwo zu leben. Was ist ein inneres Kind? Das innere Kind heißt Spontanität. Das innere Kind heißt auch, sich einzusetzen. Inneres Kind heißt auch, sich wirklich mal intensiv um etwas zu bemühen. Inneres Kind heißt auch, etwas spielerisch zu tun. Etwas zu tun, was nicht wirklich einen Sinn hat, der sofort nachvollziehbar ist. Also man kann sagen, Spontanität, Freude, energetisch etwas tun und spielerisch etwas tun, etwas Sinnfreies tun, das ist alles Kindlichkeit. Kindlichkeit heißt natürlich auch eine gewisse Naivität. Kindlichkeit heißt auch ein gewisses Vertrauen in andere. In diesem Sinne kannst du überlegen, ja, lebst du eine gewisse Kindlichkeit? Wo bist du wirklich spielerisch? Wo machst du einfach etwas, weil es dir Spaß macht? Wo machst du etwas spontan? Wann erlaubst du dir, einfach kreativ tätig zu sein? Ist auch etwas, was Kindlichkeit auszeichnet. Kinder wollen etwas tun, Kinder wollen etwas machen, Kinder wollen etwas schaffen, Kinder wollen kreativ sein. Du kannst das auch gleich machen. Du könntest zum Beispiel etwas malen. Du musst es ja niemandem zeigen nachher. Du kannst irgendein Computerspiel spielen. Ja, auch Computerspielen können etwas Kindliches sein. Du könntest dir irgendetwas Lustiges anschauen. Du könntest einfach jetzt und in diesem Moment ein paar Mal hüpfen und springen. Du könntest einfach wild tanzen. Und zwar am besten, ohne dass dich jemand anders sieht, ohne dass du gleich von einem anderen irgendwo kritisiert wirst. Wenn du natürlich jemanden hast, mit dem du das zusammen machen kannst, Kinder freuen sich auch, Spielgefährten zu haben. Aber Kinder können sich auch für sich allein beschäftigen, können auch das Wunder des Lebens genießen. In diesem Sinne, überlege mal, lebst du deine kindliche Seite auch ab und zu mal? Wann hast du das letzte Mal einfach deine kindliche Seite gelebt? Erlaubst du dir diese Kindlichkeit? Welche Teile erlaubst du dir? Welche lebst du? Welche willst du leben? Kindlichkeit setzt Energie frei, Kindlichkeit setzt Freude frei, Kindlichkeit führt auch dazu, dass du mal gründlich auch müde bist und dich schnell wieder regenerieren kannst. Ja, das waren ein paar Gedanken zu dem Thema Kindlichkeit als Vorbeugung und Gegenmittel zu Burnout mit einigen Tipps und einigen Gedankenanregungen. Vielleicht magst du einen Moment lang noch warten und überlegen, gibt es irgendetwas in diesem Vortrag, das vielleicht für dich hilfreich sein kann und was du vielleicht umsetzen willst.